liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein kurzes kleines Video aus meinem neuen Gewächshaus, welches ich euch ja im vorigen Video kurz schon vorgestellt habe. Ja, wir haben hier meine zwei Reihen Radieschen und ich möchte euch einmal heute auf einen ganz besonderen Fehler, den auch ich gemacht habe, wohlgemerkt auch bewusst gemacht habe, damit ich ihn euch auch weitergeben kann oder zeigen kann. Und zwar haben wir, wenn wir uns hier die Radieschen einmal anschauen, fällt auf, ich habe sie viel, viel zu dicht gepflanzt. Normalerweise pflanzt man Radieschen mindestens in einem Abstand von 3 cm, besser noch 5 cm, alle 5 cm ein Saatkorn beim Pflanzen, ja, oder beim Säen besser gesagt. Ja, das habe ich hier natürlich nicht eingehalten, weil mir das auch wichtig ist, dass ich euch diesen Fehler auch einmal zeigen kann. Und zwar führt dieser Fehler zu folgendem Nachteil. Als allererstes stehen die Pflanzen viel zu dicht, was ich ja gerade schon erwähnt habe. Dadurch, dass die Pflanzen alle so dicht stehen, sind die in einem sogenannten Konkurrenzkampf untereinander. Das heißt, jede Pflanze versucht, die andere beim Wachsen auszustechen. Und dadurch gibt es einen erhöhten Wachstumstrieb in die Höhe, was dazu führt, dass die Knollenbildung vernachlässigt wird. So, das Ganze können wir natürlich unterbinden, indem wir uns jetzt einfach mal so die Pflanzenreihen angucken. Und dann suchen wir uns hier die besten raus, so wie hier zum Beispiel. Hier ist eins, was unten ist. So, dann ziehen wir uns die mal eben raus, ne? Die halt also zu dicht stehen. Das könnten wir jetzt praktisch mit der ganzen oder mit den ganzen beiden Reihen so weitermachen, bis wir die Reihen auf die mindest erforderliche Abstandsbreite von ca. 3 bis 5 cm haben. Was machen wir jetzt mit den alten, mit den rausgezogenen Pflänzchen? Die sind ja eigentlich ja gar nicht schlecht. Ich mache da immer den Trick, ich mache da ein Loch und gebe dort die Pflanze rein, drücke das Ganze gut an. Ja, so, dann ungefähr hier wäre dann die nächste Pflanze. Ne? Wichtig ist, wir suchen uns natürlich auch Pflanzen aus, die eine gute Wurzelbildung haben. Ja, nicht tief genug gewesen. So. So, gebe die Wurzel da wieder rein. Und drücken das Ganze vorsichtig an. So. Wie gesagt, das kann man praktisch so fortsetzen, indem man die ausgedünnten Pflanzen oder auch im Gärtnerdeutsch vereinzeln, nennt man das auch, geben wir hier wieder rein. So. So. Dann müssen wir das Ganze halt nachher noch mal wunderschön angießen. Und dann besteht auch nach wie vor die Chance, dass auch diese vereinzelten Pflanzen, die wir hier aus der Reihe rausgenommen haben, nach wie vor weiter wachsen. Ja, was noch zu beachten ist, also Mindestabstand zwischen den Reihen sollte mindestens 10 cm sein, im Idealfall 15. Ich habe hier ungefähr 15 cm genommen, das habe ich eingehalten. Ja, das ist wie gesagt sehr wichtig. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass eine gewisse kontinuierliche Feuchte im Boden herrscht. Deswegen gieße ich meine Pflanzen auch morgens und abends, sehr früh morgens, bevor die Sonne das Gewächshaus richtig aufheizt. Ne? Und ja, wie man sieht, wachsen die sehr, sehr schnell. Wer mein letztes Video verfolgt hat, hat gesehen, dass das Gewächshaus ja noch gar nicht so alt ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch in 2-3 Wochen auch schon einen deutlichen Ertrag dann habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen, kleinen, knappen Video auf einen sehr wichtigen Fehler hinweisen.
und hoffe, dass ihr den dann in Zukunft vermeidet. Also, bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao.